Hallo und herzlich willkommen bei Schmidt Barbecue and More. Mein Name ist Mario und ich wünsche dir viel Spaß bei meinem neuen Video. Hellas bei einem neuen Video von mir. Heute machen wir Gyros vom Drehspieß und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Wir haben hier einen gut 2,5 Kilo großen Schweinenacken von meinem Fleischer des Vertrauens, vom lieben Werner Kerschbaum aus Güntelsdorf. Den schneiden wir jetzt einmal in schöne dünne Scheiben, so circa 1 cm dick. Wenn wir das fertig haben, habe ich hier vorbereitet einen halben Kilo griechisches Joghurt. In den halben Kilo griechisches Joghurt kommt ein guter Schuss Olivenöl hinein. Dann haben wir da unser Gyros-Gewürz von Cabo. Das ist wirklich sehr zu empfehlen. Und da werden wir jetzt auch auf keinen Fall sparen. Schön rein damit. Und jetzt wärmen wir uns noch eine Zwiebel. Ganz dünn hacheln. Das machen wir in der Schale von unserem schwedischen Freund. Wichtig dabei ist, dass der Zwiebel wirklich schön fein gehackt wird. Ich habe das da wirklich sehr fein eingestellt. Den Zwiebel geben wir dann noch in unsere Schale dazu. Wenn da was drinnen bleibt, ist das kein Thema. Da marinieren wir gleich den Rest fertig. So, und dass wir das Ganze ordentlich eingerührt und umgerührt. Ihr könnt dazu auf jeden Fall noch eine Knoblauchzehe nehmen, aber wir haben heute Besuch von kleinen Kindern und da ersparen wir uns den Knoblauch jetzt einmal da direkt hineinzugeben. Das ist perfekt. Und jetzt gehen wir gleich rein und werden die Nackenstücke da wunderbar marinieren und gleich einmal darüber legen. Also wie ihr sehen könnt, mit dem halben Kilo Joghurt, griechischen Joghurt, kommt sie da locker aus. Ich werde das jetzt noch mit euch in ein Vakuum verpacken für 2-3 Stunden, damit das ordentlich einzieht. Und nachher werden wir das gemeinsam auf den Drehspieß stecken und dann geht es auch schon los mit der Grillerei. Ich habe mir da wirklich ein großes Packerl vom Vakuumierer jetzt einmal heruntergenommen. Unten einmal, also doppelt zusammengeschweißt. Jetzt schlage ich das, wie Sie sehen könnt, einmal nach außen um. Und zwar mache ich das aus dem Grund, damit, wenn ich jetzt das Fleisch da mit euch reingebe, die Außenseite, also die eigentliche Innenseite nicht schmutzig mache, damit wir beim Vakuumieren dann nachher auch wirklich gut zuschweißen können. Die Marinade werden wir uns da noch zusammenfangen. Eingeben. Jetzt können wir das zumachen. Schaut her. Und jetzt haben wir da auf der Oberseite, können wir das ordentlich vakuumieren. In der Zwischenzeit, wo der Vakuumierer jetzt einmal die Luft aussaugt, sage ich Yamas zum Wohl. Ein guter Uso am Nachmittag geht immer. So, das Ganze ist jetzt im Vakuum, kommt jetzt nochmal für 3 Stunden in den Eiskasten und dann sehen wir uns beim Spießbestücken. Yamas, meine lieben Freunde des gepflegten Barbecue. Die Siesta ist vorbei, wie in Griechenland, von 12 bis 17 Uhr. Wir legen los.
Wir machen unser mariniertes Fleisch auf. Und beginnen jetzt unseren Spieß zu stecken. Heißer Tipp vorher, steckt euch den einmal vorher in die Rotisserie rein. Schaut von wo bis wo der Backburner geht. Ja? Damit ihr nicht nachher, wenn ihr das aufgefault habt, dann nachher nicht noch die Stecker verschieben müssen, damit sie wirklich in der Brennzone seid. Jetzt stellen wir das gute Stück daher und beginnen unser Fleisch aufzuschießen. Ihr werdet das Ganze jetzt dann im Schnelldurchlauf sehen und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Zum Schluss kommt noch die Zwiebel wieder drauf. Die haltet uns das ganze Stück zusammen. Und das schön fest. Dann holen wir uns noch den Freund daher. Das stecken wir da auch noch fest dazu. So. Und jetzt. Bei mir ist das absichtlich ein bisschen weiter links, weil bei mir der Backburner immer ganz so funktioniert, wie er sein oder funktionieren sollte. Auf der linken Seite brennt er ein bisschen besser als auf der rechten, deshalb eher etwas links. Und auf los geht's los. Und nach einer halben Stunde schauen wir mal nach. So. Oh, wir werden jetzt einmal die ersten braunen Spitzeln wegschneiden. Da habe ich uns da schon eine Pfanne hergegeben. Da habe ich so ein Elektromesser von der Urli-Oma. Jetzt habt ihr selig. Und weil es so leibend ist, werden wir das einfach mal kosten. Und ich sage euch ein, das ist der Oberburner. So geil. Das brustelt jetzt noch ein bisschen vor sich hin. Ihr wisst, wie man es macht. Ich schneide jetzt dann immer wieder Orangen davon runter. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch mein Video gefallen. Dann lasst mir einen Daumen nach oben da, einen wohlwollenden Kommentar. Abonniert meinen Kanal. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachgrillen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Pfiat euch und Baba.